Das ist ein hässliches Monster. Spür meine Axt. Hallo. Oh, Geld. Kann man immer gut gebrauchen. Und mein Haus muss ich auch noch einrichten. Genau. Ich stelle mir noch ein paar von den Dingern her. Also der Herr Darko muss sich hier echt mal was einfallen lassen. Ramon, Entschuldigung. Ich hatte hier noch Sand gefunden in meiner Kiste. Einfach mal machen. Herr Eick? Ja? Hast du noch einen Sand? Sand? Nee. Das ist ja gar nicht meine Aufgabe. Vielleicht liegt hier noch irgendwas in den Kisten. Also bei mir liegt definitiv nichts rum. Außer ein einziges Sand und der ist rot. Ja. Der ist rot und den kriegt den keiner. Den kriegt keiner. Ich musste für dieses eine Sandstück sehr weit laufen. Ich besorg ihnen den ganzen Stack, wenn es sein muss. Nein. Ich brauch den nur einmal. Der ist was Besonderes. Na, Herr Olaf. Dieser Typ. Der kann es nicht lassen. Zwei für eins. Zwei für eins, genau. Zwei für eins. Eins für eins. So, dann zwei für eins. Muss ich hier noch mehr machen? So. Mit mir selber. Cool. Herr Olaf, Ihr Ring! Ich verbiete Ihnen gleich wirklich komplett in der Stadt mit Zaubersachen rumzurennen. Dann werde ich mit Ihrem Meister reden. Der Ring getan. Der nervt. Gehen Sie weg! hier. Zweiunddreißig für eins. Für eins.
Sind die jetzt alle offen? Nee. Der ist noch geschlossen. So, die anderen sind alle offen. Ja. Das. Ja. Ach, Herr Darko. Mist. Nicht genügend Geld. So. Für eins. Dieser Olaf. Für eins. So. Das. Ach nee, das werden wir ihm das nächste Mal zeigen. So, Strafe muss sein. Das war für ihren dämlichen Ring. Ich liebe diesen Ring. Wieso, was hat er dann? Werfen Sie nicht zu Boden, bitte nicht. Das sehen Sie nie wieder. Ach so. Und das war, weil Sie mir die Axt geklaut haben. Das ist einfach mein Inventar geflogen. Sie haben Ihren Zauber auf mich angewandt. Herr Olaf, das geht jetzt zu weit. Ich mache hier alles kaputt, wenn es sein muss. Ich verbiete das Zaubern in der Stadt. Jetzt geben Sie mir jetzt das. Wo? Haben Sie ein Inventar? Ich habe nicht. Sie haben jetzt reicht's. Also jetzt nein, jetzt reicht's. Der lag doch da! Der lag da, ich schwöre, der lag da gerade. Ich war das nicht hier. Herr Olaf! Der lag da, der lag ich da, der lag genau hier. Der lag hinter der Fackel. Und wenn sie den Mana-Pool abbauen, dann haben sie nachher auch leider keinen Mana mehr für ihren Umhang und. Das nehme ich dann in Kauf, ganz ehrlich. Also ich werde auf jeden Fall noch ein ernstes Wörtchen mit ihrem Meister reden müssen. Ja, und das überhört er wieder ganz stark. Nee. Sie wollten mit jemandem reden. Ja, mit ihrem Meister. Es kann nicht sein, dass sie immer noch Zauber auf die Stadtwache anwenden. Ihr Meister hat dazu was gesagt. Ja, Entschuldigung. Das nächste Mal verbiete ich das Zaubern in der Stadt. Für Anfänger. Der fortgeschrittenste Zauberer in der ganzen Stadt. Also wenn ich mir ihre verzauberte Rüstung dort angucke. Ist sie nicht wunderbar? Das ist mehr als nur Anfänger. Das ist ja schon. Warten Sie mal. Das ist irgendwo da unten ist das Niveau. Gleich neben ihrer Ehre. Boah. Herr Olaf, das. Nein.
Das kann da nicht sein. Das, ja? Ich hab vorhin, keine Ahnung, wie wenig Pfeile für viel Geld gekauft beim Herrn Dark und jetzt hier ist, warum sagen Sie das nicht vorher? Gehen Sie das weg, gehen Sie weg von mir. Vorhin? Nein. Also, bei Ihnen kommen die Pfeile wenigstens raus und landen nicht im Haus. Nicht so wie beim Herrn Darko. Ja, gut. Ja. Nee. Der ist so verrückt, das geht gar nicht. Ja. Aber von den Potions hat sich noch keiner was gekauft. Seltsam. Na gut, ja. Ja, ich werde mich jetzt auf jeden Fall hinlegen gehen, denn... Alles klar, gut. Das war's für den heutigen Tag bei mir. Alles klar. Gut, gut. Dann bis morgen. Bis morgen.